Das war meine klare Ansage. Verstehst du, Kollege? Ah, da seid ihr ja wieder, meine Freunde. Und hier bin ich wieder bei Let's Play Some Mass Effect 2 im Gruppenauswahlmenü. Kurz vor der Prometheus-Station des DLC-Pakets Overlord. Overlord, Overlord, Overlord. Ich habe zwar keine Ahnung, was es mit dem dämlichen Spruch auf sich hat, aber ich habe es gerade einfach mal so gesagt, ja. Wen nehme ich mit? Tali und Garrus, meine beiden Spezialisten, wenn es ums Überlasten bzw. Ablenken von Synthetischen geht. So. Da, 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 da. Ich habe 3 Punkte. Na, ist immer noch einer zu wenig. Hä? Wieso? Nein! Ich krieg aber keine mehr. Ich bin ja schon Max Level. Was ist da los? Ja. Okay. Da hat es also nur für die Gruppendisruptor gereicht? Sowas Blödes? Muss ich vielleicht nochmal überdenken. Aber das macht erstmal nichts. Geht ja so auf. Dann packen wir hier noch 2 rein. Also 3. Haben wir wenigstens den Betäubungsschuss. Ja. Kann ich den auch mal ein bisschen ausprobieren? Habe ich, glaube ich, noch nie. Wird sicher mal interessant. So, jetzt aber erstmal vorwärts hier. In die alte Geth-Ruine. Was ist da los? Oh oh. Commander Shepard, die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen, die wir bei unserem Experiment benutzen. Unsere Leute dort antworten nicht mehr. Vermutlich hat die VI die Verteidigungsschilde aktiviert, um sie am Betreten zu hindern. Viel Glück. Viel Glück, ja. Schön, Dank. Tatsache, da ist ein riesiger Schild aktiv. So einen habe ich schon mal gesehen. Und wir sehen... Boah! Großes Geth-Schiff. Definitiv. Oh oh. Ob ich das von hier oben schon befeuern kann? Ist unklar. Ich probiere es einfach mal. Nee, funktioniert nicht ganz. So eine Scheiße. Und das kleine Teil da? Ich kann so weit nicht runterzielen. Das geht nicht. Ja, muss ich wohl aus nächster Nähe machen. Scanne Gebiet. Analyse. Generatoren liefern Energie für Hauptschild. Warnung. Die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Geth-Kanone übernommen. Ach du Scheiße! Warnung. Wir werden anvisiert. Boah, was? Boah, was? Was? Wie viel hält die Scheiße denn aus? Okay, ich sehe, die Kanone dreht sich. Ich muss weg. Ja, schönen Dank. Der Rat wird gerne angenommen. Ach du Scheiße. Da kommt sie wieder. Vielleicht wäre es cleverer, die Kanone da drauf schießen zu lassen. Hallo, komm, schieß mal bitte auf den Generator hier. Empfehle Ausweichmanöver. Ja, per Dauts, so geht's auch. Seht ihr, so sind nämlich die Schilde von dem Ding ganz schnell weg. So. Wir werden anvisiert. Ach du Jemine. So. Einen haben wir hier noch, aber da sind wir schneller als das fiese Ding. Guck mal. Sie können die Geth-Kanone jetzt ins Visier nehmen. Oh. Warnung. Geth-Kanone nimmt unsere Position ins Visier. Ja.
Boah, wie das rumst, wenn die zufeuert, ey. Das geht ja mal gar nicht klar. Klabautz, zum Glück. Oh. Zum Glück war es das. Heidi Witzke, habt ihr das gehört? Die hat mich einmal nur gestreift und schon fängt das hier an zu piepen? Was ist da los? Ja, danke. Dafür nehme ich das Platin auch gerne als kleine Dreingabe mit. Appreciated, ja. Ne, mehr gibt's hier nicht. Okay. Gut. Kein Problem. Ich will hier mal rauf. So. Nanu. Rums, rums. Wo stoße ich denn dran? Keine Ahnung. Keine Ziele mehr. Hä? Hm? Fußspuren? Wir werden gleich Ziele haben, Gareth. Keine Angst. Da kannst du sowas von drauf wetten, ja? Warum wohl haben die hier nichts mehr gehört? Weil ich nicht glaube, dass dieses Geth-Schiff so verlassen und tot ist. Ja? Da kannst du aber einen... drauf lassen. Ja. Für Verletzungen oder den Tod während ihres Besuchs sind sie ausschließlich selbstverantwortlich. Danke. Danke. Für Verletzungen oder den Tod während ihres Besuchs. Was ist denn hier los? Guck mal. Das ist ein Kommandant, oder? Na klar ist das ein Kommandant. Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Station noch ein Dutzend Geth für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Mhm. Bleib mal schön da drin, Kollege. Kann ich drauf verzichten. Dass du hier ausbrichst. Ja. Ständig diese inaktiven Maschinen um sich herum zu haben, ist ziemlich unheimlich. Als würde uns aus den Schatten der Tod anstarren. Ich würde lieber auf der Vulkanstation arbeiten. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da so chilliger zugeht. Naja. Mann, erschreck mich nicht so. Oh, langsam nimmt das Gesicht Züge an. Also gesichtigere Gesichtszüge, ja. Hier dampft's doch und spukt's aus allen Ecken und Kanten. Ja. Hallo. Ja. Irgendwann, oh, härtet das auch ab, ja. Dass wir innerhalb von 2 Minuten tot sind. Geile Prognose. Ja. Allein schon dieses... Hä? Allein schon dieses Geräusch, wenn die Türen aufgehen. Und hier liegen Geth rum, die zwar tot aussehen, aber ich glaube, die halten nur Nickerchen. Ne? Die Kammer... Guck mal! Die folgt uns! Du wirst doch madig hier! Ja, da guckt er schon wieder! Und da geht die Tür zu! Toll, danke! Verarsch mich doch noch! Gestern war Halloween. Lannigan hat sich mit Gas-Ersatzteilen verkleidet. Er hat damit alle fast zu Tode erschreckt. Jetzt hasse ich ihn wirklich! Ja. Scherzkeks! Na? Geht die Tür wieder zu? Nein? Gut. Schönen Dank auch. Aber es geht immer weiter abwärts, ja? Oh oh. Das ist doch... das Raumschiff der Hölle hier. Guckt euch mal diese Zacken an. Überall. Kabellage. Inaktive Geth. Ja.
Aber wirklich inaktiv. Ihr glaubt ja nicht, dass die... Alles ist abgeklemmt. Außer hat eine Abriegelung angeordnet, aber unsere Station ist bereits infiziert. Was will die VI bloß? Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Ja, genauso wie bei mir. Genau wie bei mir. Ich verstehe auch kein Wort und er brüllt mich die ganze Zeit an. Aber ihr glaubt ja echt nicht, was wollte ich gerade sagen? Ja, dass die Geth hier alle so untätig liegen bleiben werden. Nee, natürlich nicht. So. Was haben wir hier? Die VI schließt einige Durchgänge und lässt andere offen, als würde sie uns irgendwo hintreiben. Wenigstens sind die Geth immer noch inaktiv. Mhm. Das war mal eine klare Ansage. Verstehst du, Kollege? Wenigstens Geth inaktiv? Ja, nee. Glaubst du doch wohl selber nicht. Ich hab ja eigentlich gedacht, dass ich in diesem Part sowohl die Prometheus als auch die Vulkanstation noch unterbekomme, aber... Das ist aber nett. Fahrstuhlmusik. Super, ganz klasse. Ja, da habe ich langsam Zweifel dran, dass das noch funktioniert hier im Zeitplan. Scannegebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Ach so. Ja, ist klar. Ich weiß, deswegen mache ich jetzt hier kleines Hütchenspiel, so nach dem Motto. Zack. Verschiebe die Plattform. Seht ihr? So. Funktioniert's nicht. Moment. So. Erstmal möchte ich nämlich da vorne hin. Da lag noch ein bisschen Bonusgedönse. Ja, Medizinkits, Laptops, Energiezellen. Nehmen wir alles mit. Komm! Die brauchen das eh nicht mehr. Wir sind ja schon alle tot. Gut. Mal ein bisschen Respekt vor den Gefallenen hier. Ja, jetzt wieder so. Und so, und so. Und dann machen wir mal so. Perfekt, oder? Ja, wunderschöne Brücke gebaut. Aber da vorne ist schon das nächste Panel für die Sicherheitsabriegelung, die ich da manuell überbrücken kann. Das bedeutet, ich wette, ja, ich wette, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert klingt für euch, ja, ihr werdet es wahrscheinlich sehen wollen. Aber seien wir mal ehrlich, worauf läuft das hier hinaus? Ich werde da gleich den Apparillo anschmeißen oder abschalten, je nachdem. Und dann werden die mir hier alle um die Ohren schießen. Ist doch immer so. Es ist doch immer so. Ganz klischeemäßig. Klick, klack. Und jetzt gibt's Uwe Fräse hier. Aufheben der Abriegelung der Atlasstation akzeptiert. Na? Siehste. Ach ja. Und da ist der Haken. Genau. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Ganz genau. Mein Reden. Oh. Das? Dann los, Abmarsch. War wirklich zu einfach. Und da geht sie wieder los. Die spannende Musik. Ja! Was? Waffeneinsatz? Autorisiert? Oh. Aha. Kein Problem. Ich sag keinem ein Wort. Bleibt alles geheim. Dass sie hier versuchen, mich zu töten.
ist okay, ist okay. Ich chille, Mann, ich chille. Ja. Ich kann schweigen wie ein Grab und meine Feinde in selbiges befördern. So. Außer wenn synthetische sind. Geh mal weg, Garrus. Ach, bist schon tot? Ja, sag das doch. Kampfdrohne unterwegs. So. Immerhin funktioniert das mit Tali. Ja. Hier ist jetzt die Frage, wo sind denn die letzten Feinde? Da. Hinten. Na, komm doch mal her. Jäger! Raketenschützen! No! Au, 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 au! Schiff und Schande! Bam! Nein! Ich wollte gerade den Adrenalinschub anschmeißen und flüchten gehen. Da kommt er einfach über meine Deckung gesprungen. Der kleine Bastard. Was fällt ihm ein? Ich hoffe, das gab ein Autosave. Natürlich gab's da einen. Habt ihr das gesehen? Der Schmuggelkopf. Ohne Witz. Ja, und schon geht's weiter hier. Ich meine, das ist ja noch relativ einfach. Geht da leicht los. Ja. Mit guter Deckung. Und dann kommst du da in so eine Situation, wo du echt nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Ach ja, ich hoffe, Garrus bleibt mir nur diesmal ein bisschen länger erhalten. Aktiviere Kampfdrohne. Ach so, apropos, ich habe ja diesmal auch den Betäubungsschuss. Hey, vielleicht sollte ich den mal einsetzen. Oder einfach hier oben in Deckung gehen und nicht da unten. Das wäre auch mal eine Idee. So. Guck mal, warum habe ich denn das vorhin übersehen? Keine Ahnung. So. Klabautz. Siehste, Situation entschärft. Ja. So, in Anführungszeichen. Einfach kann es sein. Oh, oh. Ach du Jemine. Garrus, lass dich nicht wieder umrocken da oben. Da unten. Ich lehne mich natürlich direkt in die Rakete rein, so wie ich es gerne mal mache. Ja. Klabautz. Siehst du wohl. Schön hier bleiben. Schön hier bleiben. Und abdanken. Zack, siehst du. Puh. Aber die Musik lässt nicht nach. Natürlich. Hier sind überall Feinde. Hier ist jetzt alles voller Feinde. Nichts wie raus hier. Ja? Nichts wie raus hier. Ohne Witz. Dies ist ein Gefensbase-Alarm. Neurale Aktivitäten in den Knoten 1 bis 6 geordnet. Ja. Neurale Aktivität in den Knoten 1 bis 6. Ach du je. Und da kommt der nächste Jäger. Los, tu was dagegen. Halt ihn auf. Überlass ihn. Keine Ahnung. Hier. Kannst du doch. Ach du je. Das sind Schrotflinten-Mogis. Yogis, Moglis. Hätte ich das mal eher gewusst. Kein Wunder, dass der mich so... Fistet, hätte ich fast gesagt. Nein, Quatsch. Dass er mir so zugesetzt hat vorhin. Ja, komm her, steh wieder auf. Na? Keine Müdigkeit vorschützen hier. Das Schiff steht jetzt unter Quarantäne. Ach so. Wollte gerade sagen, liegt da Garrus schon wieder? Nein. Oh oh. Was für Wege wir hier gehen müssen.
Aber erinnert ihr euch an den großen Raum vom Anfang? Oh oh. Feinde voraus! An den Kommandanten, der da eingesperrt war? Ja, ich schon. Und der Gedanke daran macht mich nicht sehr glücklich. Jäger! Jäger! Überlasten! So, siehste. Noch ein Jäger! Guck mal, was da alles kommt! Braves Mädchen! Los! Krieg ihn klein! Es geht doch. Aber meine Moon geht aus. Guck doch mal. Die brauche ich gleich noch. Aber sowas von. Ich brauche neue Magazine. Unbedingt. Da habe ich zumindest schon mal eins gesehen. Besser als nix. Los, aufsammeln. Bitte sag mir, dass hier noch mehr liegen. Nein, warum nicht? Ich brauche Munition. Scheiße. Jesus Christ. Oh oh. Oh oh. Nein. Schnell ausschalten. Boah, Ariasses, ne. So. Klapphaut, da kommt der nächste Jäger. Na, überladen bereit? Na, gleich. Jetzt. So. Immer volle Packung hier. Das Problem ist nur, wie gesagt, meine Moon. Meine Munition. Da schwenken wir kurz mal aufs Präzisionsmoped um. Das gute Alte. So. Drohne bereit. Geht doch. Zum Glück haben die Waffen ja unabhängig voneinander Munition. Werden zwar alle durch dieselben Magazine versorgt, aber zehren nicht von selbigen. Das ist schön. Ist auch gut so. Sonst würde ich hier ganz schnell ganz alt aussehen. Aber das kann doch nicht sein, dass hier keiner von denen was fallen lässt. Mann! Warum nicht? Warum nicht? Hier ist doch gleich Endkampf mit dem dicken. Wie soll ich den denn umgebolzt kriegen? Ohne irgendwas. Ja? Ach du Scheiße. 20 bis 35. Halt die Luft an. Hier haben wir es doch schon. Guck mal. Oh oh. Sie haben uns gesehen. Da ist die Kacke nämlich am Dampfen. Munition! Munition! Auf die Optiken, ja? Kann der hier hoch? Der Kommandant, kann der hier hoch? Ich hoffe nicht. Das wäre sehr suboptimal, wenn er uns jetzt hier irgendwie in den Rücken fällt oder so. So. Auf jeden Fall schießt er irgendwo rauf. Ja. Mach das mal. Solange ich das nicht bin, ist mir das völlig Wurst. Eieiei. Oh oh, Jäger. Nein, verdammt. Hier, Garrus, dein Job. Erledige das. Ja, toll. Setz das Überlasten vor die Wand. Mann, wie blöd bist denn du? Feindliche Kampfdrohne. Oh oh.
Boah, hört ihr diese Gatling? Oder was auch immer das ist. Halleluja. Und der Jäger ist immer noch da. Fast Kaporis. Ich zünde sie an. Klatsch. Haha, am Arm erwischt. Guck. Klatsch. Zwei Kampfdrohnen. Wir wurden entdeckt. Boah. Wie viel hat er denn? So. Jetzt mach mir mal. Gib mir mal Munition hier. So. Alles klar. Okay, erwische ich von hier aus nicht. Schade. Aber dich da hinten. Dich erwische ich. Und die Drohne auch. Das müsste sie beinklopfen. Komm her. Ja, kommt her. Boah. Haha, das war ein gezielter Schuss aus der Gas-Plasma-Schrotflinte. Ja. Wir haben feindliche Drohnen. Ist doch gut, ich weiß das. Aber ich muss doch irgendwie den Kommandanten erreichen. Hier, so. Hä? Nein! Nicht abspacken an der Wand hier. Oh oh. Aua. Boah. Hä? Das war's schon? LOL. Guck mal. Das war's schon. Und ich habe kaum einen Schuss auf ihn abgegeben. Hahaha. Ja, siehst du? Die richtige Zusammenstellung des Teams. Beziehungsweise Team T-E-A-M. Toll, ein anderer macht's. Kam das hier ausnahmsweise mal zur Anwendung. Klatsch. Du hast dich nicht mehr zu rühren. Wenn ich sie verbiete. Head out. So. Nanu. Musik dudelt immer noch. War das nicht der letzte? Reicht das noch nicht? Mann, 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 Mann. Stellt euch mal vor, ey. Zieht euch das rein, bitte. Ich wollte die Atlas-Station... Nee, Quatsch. Gar nicht wahr. Ist eine Lüge. Die Vulkan-Station noch hinten ranhängen. Können wir leider vergessen. Ja. Hat doch länger gedauert, als ich das dachte. Puh. So. Vulkanstation finden. Da haben wir es. Und sind wieder draußen. Ja. Aber immerhin schön, dass dieses DLC hier in so mehr oder weniger gut aufgeteilte Häppchen gestückelt ist, ne? Deaktivierungsbefehl von der Prometheus-Station erfolgreich ausgelöst. Gut. So haben wir die Breaks wenigstens an Stellen, wo es sinnvoll ist. So. Die Vulkanstation seht ihr dann also beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Some Mass Effect 2. Schauen wir erstmal, wie wir hier wieder rausgeprescht kommen, ja. Und dann lasse ich euch für diesen Part mit diesen Bildern alleine. Ich melde mich schon mal aus dem Kreis. Ja. Commander, das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Prometheus-Station war ein Erfolg. Finde ich Sie auch. Sie müssen immer noch zur Vulkanstation und die Abriegelung von dort aus aufheben. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß. Was rede ich da eigentlich? Naja, bis dann, meine Freunde.